Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von BWIN. Duell zweier Tabellennachbarn am 17. Spieltag der dritten Liga. Der TSV 1860 München gegen den FSV Zwickau. Beide mit 19 Punkten, nur 2 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Da braucht man vor allen Dingen eins: Erfolg. Und nachdem die erste Minute stillgestanden wurde, ging es danach aber relativ rasant zur Sache im Grünwalder Stadion. 60, nachdem man sich unter der Woche mehrfach ausgesprochen hatte, innerhalb der Mannschaft, kam richtig gut rein in die Partie. Die 8. Spielminute, Nico Karger mit Platz, dann Lex leitet weiter auf Sascha Mölders. Und eine erste gute Möglichkeit für die Gastgeber, die natürlich deutlich besser agieren wollten als zuletzt beim 2:3 in Karlsruhe. Das ist die Vorgabe von Trainer Birovka, der wollte mehr Charakter sehen in seiner Mannschaft und das bekam er auch. 16. Spielminute, ein schneller Pass zur Mittellinie, dann Mölders leitet sofort weiter, Stefan Lex frei durch und dann der wunderschöne Abschluss, das 1:0 für die Löwen, das 2. Saisontor für Stefan Lex und die verdiente Führung zu diesem Zeitpunkt. Schön schnell durchs Zentrum kombiniert, dann verschätzt sich René Lange und bereitet damit unfreiwillig vor. Und Lex macht das dann richtig, richtig stark, lupft den Ball über Johannes Brinkis zur Führung für die Löwen ins Tor. Zwickau kam überhaupt nicht rein in diese Partie. Halbe Stunde gespielt, Ecke Steinhardt und dann der Ball an die Hand von Lauberbach. Schiedsrichter Petersen zögerte keine Sekunde und entschied zu Recht auf Elfmeter für 1860 München. Klar mit der linken Hand am Ball, Leon Lauberbach. Joe Enochs natürlich nicht so ganz einverstanden, aber die Entscheidung absolut korrekt. Und Philipp Steinhardt mit dem 2:0. Die 31. Minute, das 3. Saisontor für den Top-Vorbereiter von 1860 München. Der Standardspezialist schlechthin, kann es also auch vom Punkt. Von Zwickau kam fast überhaupt nichts. Immer wieder Fehler im Spielaufbau und die Löwen hatten weitere Möglichkeiten, so wie hier Stefan Lex kurz vor der Pause. Und 60 hätte schon deutlich höher führen können, wenn nicht gar müssen, nach den ersten 45 Spielminuten. Aber eine 2:0-Führung zur Pause, die war auf jeden Fall hoch verdient. Zum zweiten Durchgang dann auch endlich Stimmung auf den Rängen. Der Fanprotest damit erst einmal erledigt. Und die Löwen, die verwalteten ihre Führung relativ souverän, lauerten auf Konter. 68. Minute, Doppelpass, Lex und Mölders und Stefan Lex mit der nächsten großen Möglichkeit. Wenn es etwas zu kritisieren gab bei 60, dann die Chancenverwertung, die war wieder nicht besonders gut. Man hätte das Spiel frühzeitig entscheiden können, ließ das aber aus und somit blieb Zwickau zumindest in Schlagdistanz. Aber so richtig gefährlich wurden sie nur sehr, sehr selten, so wie hier. 84. Minute, Ronny König auf Zuspiel von Tarsis Bonga, bringt den Ball aber auch nicht im Tor unter. Und somit brannte da nichts mehr an für die Löwen, die noch höher hätten gewinnen können. Adriano Grimaldi, der eingewechselt wurde mit der letzten großen Chance. Und am Ende steht ein souveränes 2:0 für die Löwen. Ja, jetzt war es heute wieder so gefühlt wie letztes Jahr, muss ich sagen, auch auf der Bank. Auch Adriano Grimaldi hat das absolut akzeptiert. Benny Kinsvater ist gut reingekommen. Dann auch noch Felix Weber, für den es garantiert auch nicht einfach ist, aber momentan ist es so, dass man einfach, jeder muss auf die Mannschaft schauen, sein eigenes Schicksal bis hinten anstellen. Aber das ist, glaube ich, heute richtig gut rausgekommen und rübergekommen. Zumindest die erste Halbzeit war nichts. Ich denke, zweite Halbzeit können wir uns nichts vorwerfen. Wir haben alles nochmal probiert. Ich glaube, in den letzten Jahren wären wir ja abgeschossen worden. Wir haben eine Reaktion gezeigt in der zweiten Halbzeit und die zweite Halbzeit können wir trotzdem aufbauen. Nach zuletzt 5 Spielen ohne Niederlage gibt es mal wieder nichts für den FSV Zwickau. Die Löwen nach 4 sieglosen Spielen in Folge mit 3 wichtigen Punkten.